in diesem Jahr laden Sie wieder verdienstvolle Polizistinnen und Polizisten zu einem Empfang in die Staatskanzlei ein. Eine Würdigung der Arbeit der Polizei insgesamt? Es ist ein Anliegen der Landesregierung, einmal im Jahr ganz besonders die Arbeit der Polizei zu würdigen. Die Vertreterinnen und Vertreter, die wir heute hier in die Staatskanzlei eingeladen haben, sind Beleg dafür, dass ein tagtäglicher Einsatz nicht nur gut organisiert ist und funktioniert, sondern dass sie dabei auch Leib und Leben mit einsetzen, um die Freiheit und die Sicherheit in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ohne motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizei ist das nicht möglich. Wir sind auch für eine gute Ausbildung verantwortlich, haben mit der Polizeifachhochschule in Aschersleben auch eine sehr gute Ausbildungseinrichtung, die wir mit dem Bundespräsidenten in diesem Jahr besucht haben. Der Eindruck, den er mitnahm, war sehr gut. Und das zeigt sich auch in der Qualität unserer Polizistinnen und Polizisten. Ich denke, wir können stolz auf sie sein. Welche Einsätze sind für Sie beispielhaft? Es gab in diesem Jahr über 6.000 größere Einsätze der Polizei, oftmals auch mit ganz kritischen Situationen verbunden. Das waren Einsätze im Zusammenhang mit Fußballspielen, aber auch mit der Gewährleistung der Demonstrationsfreiheit, wo unterschiedliche politische Gruppen aufeinander stoßen können und diese natürlich möglichst auseinandergehalten werden, damit nichts passiert. Auf der anderen Seite gibt es auch Einsätze im Bereich ganz besonderer Dinge, die es inzwischen gibt. Facebook-Partys, wo viele tausend Menschen zusammenströmen können und eine Randale nicht ausgeschlossen werden kann. Das ist zum Beispiel in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr verhindert worden. Aber auch in vielen anderen Zusammenhängen bis hin zu Verkehrsunfällen zeigt sich, dass eine gut ausgebildete Polizei notwendig ist und wir die in Sachsen-Anhalt haben. Und das macht uns zufrieden, aber zeigt auch, dass wir für die Zukunft hier noch eine Verantwortung wahrnehmen müssen, die auch für die nachwachsenden Generationen ähnliche Strukturen vorhalten lässt. Wird die Arbeit der Polizei ausreichend anerkannt? Die Landesregierung erkennt die Arbeit der Polizei sehr an und würdigt mit der heutigen Veranstaltung auch die Leistung, die in diesem Jahr dort vollbracht wurde. Die Polizei muss aber oftmals dafür herhalten, dass Unzufriedenheiten dem Staat gegenüber durch Bürgerinnen und Bürger zum Ausdruck gebracht werden. Und da ist es natürlich nicht immer so einfach, mit solchen Situationen umzugehen. Wir sind deswegen alle gut beraten, den Polizistinnen und Polizisten einfach immer wieder auch klarzumachen, dass wir sie brauchen und dass wir ihre Arbeit schätzen. Und dazu kann jede Bürgerin und jeder Bürger beitragen, denn gerade im Tagesgeschäft zeigt sich, wie man aufeinander angewiesen ist. Und eine motivierte Polizei ist kein Selbstläufer, sondern muss immer wieder neu erzeugt werden. Und dazu kann jeder beitragen.